Okay, meine Bewertung von dem Spieletest ist jetzt fertig. Und ich würde sagen, ich hole jetzt mal meinen kleinen Bruder. Er zockt jetzt genau das gleiche und gibt dann auch mal seine Bewertung ab. Einen Moment. Max? Max? Ist er gerade auf Klo oder was? Max? Hä, im Schlafzimmer ist der auch nicht. Er hat mir auch keine Nachricht geschrieben. Gäste-WC ist er auch nicht. Im Wohnzimmer ist er auch nicht. Wo ist er denn hin? Digga, sein Fahrrad ist weg. Ist der abgehauen? Digga, ich habe gerade auch probiert, den auf seinem Handy anzurufen. Der hat irgendwie Flugmodus oder so an. Oder auf jeden Fall bitte nicht stören. Ich rufe jetzt mal meine Mom an. Hallo, Mama, ich bin's. Hallo, Kevin. Hat dir Max irgendwas gesagt? Hat er dir irgendwie gesagt, wo er hin ist? Kommt er wieder nach Hause? Oder weißt du, wo er ist? Warum? Was ist denn? Ja, der ist mit seinem Fahrrad irgendwie weggefahren. Wir wollten eigentlich Videos aufnehmen und auf einmal ist er nicht mehr da. Wie jetzt? Der ist weggefahren. Ja, wo ist denn der hin? Ja, weiß ich nicht. Ich war gerade am Aufnehmen und dann habe ich ihn gerufen, weil sein Part halt dran war. Und dann gehe ich raus in den Garten, da wo sein Fahrrad immer steht, und das war nicht mehr da. Das gibt's doch nicht. Er hat sich bei mir nicht gemeldet. Also ich glaube, du solltest ganz schnell mal gucken, wo er sein könnte. Er hat auch so Orte, wo er gerne hingeht bei dir. Meinst jetzt machen wir ein bisschen Sorgen. Meinst du, ich soll da mal hinfahren oder wie? Ja, also du weißt ja, er ist ja gerne zum Beispiel, glaube ich, auch auf diesem Spielplatz, ne? Ja. Und dieser Hochsitz oder so nenne ich ihn mal. Und die Tore sind, dass du da auf jeden Fall auch guckst. Okay, alles klar. Ja. Tschüss, danke. Tschüss, bis später. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Okay, Freunde, ich mache jetzt erstmal hier die Aufnahme aus. Ich gucke jetzt mal beim Spielplatz, ob Max da ist. Ja, bis gleich. So, Freunde, ich bin jetzt tatsächlich angekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das hier ist der Spielplatz, wo mein kleiner Bruder immer hingeht. Ich habe jetzt hier gerade schon vorher einmal geguckt, ohne Kamera. Hier ist tatsächlich niemand. Also ihr seht, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, da vorne hat er immer Fußball gespielt. Hier und da ist auch so ein kleines Trampolin. Digga, wo ist der? Okay, Freunde, drückt mir die Daumen. Ich fahre jetzt noch zwei Spots ab. Wenn ich ihn dort auch nicht finde, dann sehen wir uns gleich wieder bei mir in der Wohnung. Und dann spreche ich nochmal, beziehungsweise halt nochmal Rücksprache mit meiner Mom. Okay, Freunde, ich bin jetzt gerade wieder nach Hause gekommen. Ich muss jetzt erstmal überlegen, was ich mache. Ich gehe jetzt mal eben kurz wieder ins Arbeitszimmer. Hier ist wieder euer allseits geliebter Kater Ali. Ihr habt's gehört, Max ist verschwunden, aber wo ist Max? Und hat er vielleicht gefilmt, wo er hingegangen ist? Bleibt unbedingt dran, Freunde. Jetzt erfahrt ihr, was passiert ist. Hallo, hier ist Max. Willkommen zu einem neuen Video. Ich muss auch jetzt ganz leise sein. Ich bin gerade bei meinem Bruder zu Hause und ich werde heute von zu Hause abhauen. Also, ich habe nämlich heute mit den Fabio, ja, mit den richtig Doofen, in der Schule eine Mutprobe gemacht. Er hat seine Aufgabe schon gemacht, die ich ihm gegeben habe. War richtig ultra, ultra schlimm. Ich habe richtig fiese Aufgabe gegeben. Und seine Aufgabe ist aber noch viel schlimmer. Vor ein paar Tagen hat mein Bruder ein Video hochgeladen, wo der zu so einem verbotenen Ort gefahren ist, im Wald, so ein altes Haus. Und ich muss da jetzt alleine hinfahren mit meinem Fahrrad hier von meinem Bruder heimlich, ohne dass er das merkt. Und dann dort zwei Runden Ballstars spielen und das filmen. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich Mutprobe gewonnen, weil meins ist viel schlimmer als von Fabio das. So, und ich muss jetzt ganz leise sein, weil mein Bruder, der ist vorne in seinem Büro. Und ich fahre jetzt gleich mit dem Fahrrad, soweit ist das nicht, zu diesem verbotenen Ort hin. Und ich hoffe, der bemerkt das nicht, weil ich muss das heimlich machen, dass mein Bruder, wenn er es bemerkt, dass er denkt, Alter, der ist abgehauen von zu Hause. Hat Fabio gesagt, keine Ahnung warum, aber der ist auch ein bisschen doof im Kopf. Ich muss mich jetzt fertig machen, dann fahre ich dahin. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, ja, weil das sah schon gruselig aus. So, jetzt bin ich mit dem Fahrrad hierhin gefahren. Ich weiß nicht, also ich habe nur so ungefähr gesehen in dem Video von meinem Bruder. Also seine Freundin hat mir jetzt gesagt, wo ich hinfahren muss. Die hat mir geholfen, ja. Zum Glück ist noch hell, weil sonst hätte ich mir schon in die Hose gekackt oder so. Aber ich muss jetzt dahin gehen und dann muss ich da spielen.
2 Runden. Aber ich habe Angst, nachher ist da ein Mensch oder so, der da wohnt jetzt auf einmal. Oder der böse alte Mann, der gestorben ist, kommt da. Ah, eine Mücke! Alter, man fällt hier fast in den Boden rein. Das ist krass, Alter. Und hier sind die ganze Zeit so Tiere, die mich essen wollen, wisst ihr? So, boah, Alter. Jetzt, ich habe ein ganz doll bisschen Angst jetzt, aber auch muss kurz Kamera wegtun. Ich zeig euch das jetzt mal. Guck mal. Seht ihr das? Hier war auch mein Bruder. Also, der Fabio hat nur gesagt, ich muss hier nur 2 Runden Ballstars spielen, ja? Mehr muss ich nicht, ich gehe jetzt hier rüber. Aber ich habe Angst, dass man hier in den Boden fällt. Alter, alter Mann, guckt euch das hier mal an. Hier ist alles kaputt. Was mache ich denn jetzt? Also ich tue jetzt mein Handy hin irgendwo, ja? Da reingehen tue ich nicht. Guckt euch das mal an. Da war dieser tote Mann drin. Also der Mann, der da gewohnt hat, ist er irgendwie gestorben oder so. So, jetzt habe ich mich hier hingesetzt. Schaut mal hier, hier ist Yvonne. Hier sind auch überall so Tiere, die wollen mich alle stechen. Also deswegen muss ich mich auch beeilen. Ich muss jetzt hier eine Runde spielen. So, Flugfantasien. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass dieser eine da kommt, der hier mal gewohnt hat. Aber ich hoffe, der kommt nicht. So, der will mich angreifen hier. Mann, Fabio, du bist so ein Blödmann. Gestorben. Hat der gesagt, ich muss 2 Runden gewinnen? Ich mach direkt einfach noch eine. Ich muss nämlich, also er hat nur gesagt, ich soll 2 Runden spielen, nicht 2 Runden gewinnen. Also hoffentlich. Sonst muss der auch hierher kommen. Dann sag ich denen, der soll hier mit dem Fahrrad herkommen. Ey! Hier sind überall Tiere, die mich essen wollen. So, diesmal bin ich schon 5. Platz gerade. Da ist ein Skag ist da. So, den hab ich. Nur noch 2 andere müssen sterben. Hier Bo. Nein! Verdammt, ich bin wieder nur 2. geworden. So, was mache ich denn? Ich muss eigentlich 2 Runden gewinnen. Oh nein. Wieso lädt mich mein Bruder ein? Der ist doch bei sich zu Hause. So, Freunde, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe jetzt so ein paar Telefonate geführt. Ich habe mit Lukas telefoniert. Ich habe auch mit Finn gesprochen. Habe ich aber alles jetzt erstmal nicht aufgenommen. Aber ich hatte noch eine Idee. Ich wollte wissen, wann Max das letzte Mal in Brawl Stars online war. Damit ich ungefähr so einschätzen kann, wann er gefahren ist. Und jetzt passt mal auf, ja. Max ist einfach gerade online und ich lade ihn jetzt mal ein. Ich hoffe für ihn, dass er annimmt und ich hoffe für ihn, dass er eine gute Begründung hat. Soll ich annehmen oder ablehnen? Annehmen. Oh nein. Ich muss ganz schnell ausmachen. Ich glaube, der gibt mir jetzt richtig Ärger. Ey, er hat angenommen. Digga, ich... Wisst ihr was? Zeig ihm jetzt einfach mal den Ernst der Lage und schick ihm direkt mal so einen wütenden Smiley, ja? So. Ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Der ist jetzt ja auch in der... Der hat jetzt auch einen bösen Emoji geschickt. Ich mach schnell aus. Moment. Okay, er hat auch gerade schon geschrieben. Was ist los, Kevin? Ey, denkt er, ich bin doof? Was denkt er sich denn? Wie, was ist los? Wo bist du? Digga, der Junge, ne? Was meinst du? Max, hör auf mit dem und sag mir, wo du bist und komm sofort nach Hause. Ich bin gerade unterwegs. Ja! Hä? Ja! Ja, das weiß ich. Du bist nicht hier. Du bist seit 2 Stunden circa weg. Ich musste eine Mutprobe machen und bin gerade bei dem Haus im Wald. Max? Digga. Ist das eigentlich dein Ernst? Max, ich hoffe, dass das ein Witz ist. Komm jetzt sofort nach Hause und du kannst dich
schon mal warm anziehen. Also wenn er wirklich zu diesem Lost Place gefahren ist. Gut, ich habe es ihm nicht verboten, dass er da auf keinen Fall hinfahren soll, aber das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, dass man das nicht macht. Er schreibt, ich komme zurück. Okay, wir sehen uns gleich. Gucken wir mal, was Max sagt. Leute, ich muss jetzt ganz schnell wieder nach Hause. Ich habe gerade total mega tausende Anschiss von meinem Bruder bekommen. Der hat gedacht, ich bin keine Ahnung wo. Aber dass ich von zu Hause weggelaufen bin, weil wir uns gestreitet haben. Aber ich fahre jetzt ganz schnell. Drückt mir die Daumen, dass ich nicht 10 Jahre Hausarrest bekomme und 20 Jahre Bolsterverbot. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich hab ein bisschen Angst, dass mein Bruder total ausrastet. So, Max, was ist jetzt für dieses Verhalten bitte deine Erklärung? Also, Kevin, ich und Fabio, wir haben eine Mutprobe in der Schule gemacht, weißt du? Und er hat seine Aufgabe schon gemacht. Und meine Aufgabe war es, zu diesem Horrorhaus zu fahren und dort 2 oder 3 Runden Bolzstars zu spielen. Und das, dachtest du, machst du einfach mal alleine? Max, ist dir bewusst, was hätte passieren können? Ich will dir keine Angst machen, aber was, wenn da Menschen gewesen wären? Was, wenn die Polizei gekommen wäre? Stell dir vor, du hättest dich verletzt und du hattest auch dein Handy auf Bitte nicht stören. Ich konnte dich nicht mal anrufen. Ja, Kevin, es tut mir leid. Ich mach das nicht nochmal. Es war auch echt gruselig. Du kannst froh sein, dass Mama so ruhig geblieben ist. Du kannst hoffen, dass sie dieses Video hier nicht sieht. Okay, Kevin, ich bin jetzt traurig. Ja, komm, geh bitte jetzt und denk mal drüber nach, warum das nicht gut gewesen ist, was du gemacht hast. Okay, ich geh.